Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Mich würde das total freuen und ihr würdet meinem kleinen Kanal auch sehr helfen. Und ich verspreche euch auch, dass ich jeden zweiten Tag für euch ein Video drehen und hochladen werde. Ohnehin wollte ich euch mal wirklich Danke sagen für euren total lieben und netten Support. Ich würde zwar auch Videos drehen, ja, wenn niemand zuschauen würde, weil es ist einfach ein super schönes Hobby. Also YouTube macht mir total Spaß und es ist natürlich umso schöner, dass ihr mit dabei seid, dass ihr mir so liebe Kommentare schreibt und Likes da lasst und abonniert. Das ist für mich wirklich eine riesen, riesen, riesen Freude, dass mein Hobby, das ich so lieb gewonnen habe, euch auch gefällt. Also das ist eine riesen Motivation für mich und ich wollte euch da ein ganz, ganz liebes Dankeschön sagen. Kommen wir aber auch schon zu den Einkäufen, die ich heute erledigt habe. Ich war nämlich nach der Arbeit kurz in der Stadt, weil ich was besorgen wollte. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich noch ein paar Sachen gekauft, die ich nicht auf der Einkaufsliste hatte, aber die ich so spannend fand, dass ich sie dennoch mitnehmen wollte. Ich bin nämlich in die Stadt gegangen, weil ich ein paar Dekoartikel brauchte und weil ich Haarspray brauchte und ein paar Notizbücher. Die habe ich auch alle bekommen und die möchte ich euch natürlich auch zeigen. Ich war hauptsächlich bei Rossmann und dann einmal kurz bei Woolworth, weil ich da halt ein paar Dekosachen brauchte. Und mit denen fange ich einmal kurz an. Und zwar zur Erklärung, ich habe von meinen Eltern einen großen gläsernen Apfel geschenkt bekommen. Ich zeige euch den mal. Und zwar sieht er so aus, der ist hier vorne offen und ich finde ihn an sich eigentlich ganz cool, aber ich wusste halt nicht so richtig, was mache ich mit dem gläsernen Apfel, weil so alleine irgendwo hinzustellen, ist es ein bisschen unspektakulär. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss da irgendwas Cooles reinmachen und habe mir jetzt von Woolworth diese Steine geholt und diese kleine künstliche Pflanze, die aber an sich eigentlich gar nicht so künstlich aussieht, sondern relativ echt. Und ich finde, das ist jetzt irgendwie eine ganz schöne Komposition geworden. Also der Apfel wurde jetzt so ein bisschen mit Leben gefüllt und ja, werde ich bei mir aufs Regal stellen. Und ich freue mich natürlich dann sehr, dass irgendwie meine Eltern mit ja, ihrem Geschenk so ein bisschen Teil meiner Wohnung werden können. Ich meine, sie sind auch sowieso Teil meines Lebens, aber der ein oder andere Dekoartikel, den sie mir persönlich geschenkt haben, das ist dann natürlich auch eine ja, schöne Angelegenheit für mich. Wo ich dann schon bei Woolworth war, habe ich dann einmal noch gesehen, die haben noch ein paar Douglas-Artikel gehabt in so einer Kosmetikecke. Und da habe ich mir einmal von Douglas Home Spa Spirit of Asia mitgenommen mit Goji-Beere und Bambusmilch. Das ist eine kleine Bodylotion mit 75 Milliliter. Die ist jetzt irgendwie mit Folie verschweißt, sonst kann ich gar nicht dran schnuppern. Ich mache das hier immer gerne so zusammen mit euch, dass ich mir so einen ersten Eindruck verschaffen kann. Ah, hier kann ich, glaube ich, die Folie aufreißen. Dann können wir gleich mal zusammen schauen, wie diese Bodylotion denn so riecht. Ich mache mal ein bisschen was auf meine Hand, verteile das mal und schnupper mal, wie. Also der erste Eindruck ist schon mal ganz gut. Also fühlt sich ja sehr, sehr leicht auf der Haut an und riecht interessant, sehr fruchtig. Ich vermute mal, da kommt denn die Goji-Beere stark durch. Aber für mich riecht es eigentlich eher recht zitrisch, was für mich nichts Schlimmes ist. Ich mag ja zitrische Düfte total gerne. Ja, werde ich mal zeitnah ausprobieren und ja, mal schauen, wie die so als Bodylotion für mich funktioniert. Bisher hatte ich bei den Eigenmarken von Douglas ja durchaus ein paar Kosmetikartikel dabei, die sehr, sehr gut waren und einige, die mir irgendwie nicht so gut gefallen haben. Ich erinnere noch an diese seltsame Creme. Obwohl, die war nicht von Douglas direkt, ne? Das war eine andere Firma, die mir irgendwie meine Haut eingefärbt hat. Das war ein ganz gruseliges Zeug. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie für teuer Geld bei Douglas gekauft habe und sehr schlechte Erinnerungen daran habe. Ich sehe gerade, ich habe hier so eine Haarsträhne, die muss ich mal wegstreichen. So sieht es gleich viel besser aus. Ja, das waren die Sachen, die ich bei Woolworth geholt habe. Die waren auch nicht teuer. Also die kleine Pflanze hat 2 Euro gekostet und ich glaube, die Steine, muss ich mal gucken, wühl. Auch 2 Euro war auf jeden Fall ein günstiger Einkauf und ich finde jetzt mit insgesamt 4 Euro habe ich mir einen ganz schönen Dekoartikel selber zusammengebastelt. Dann war ich noch bei Rossmann, wie ich euch auch schon erzählt habe, weil ich einmal Haarspray brauchte. Also ich brauche es jetzt nicht mehr, weil ich es jetzt habe. Und zwar habe ich mir mal wieder mitgenommen von Guard das Haarspray mit Bambusextrakt. Das ist tatsächlich so in den letzten Monaten mein Lieblingshaarspray geworden. Das riecht sehr, sehr gut. Ich mag diesen Bambusduft total gerne und es hält auch wirklich gut, muss ich sagen. Ich verwende ja ganz gern Haarspray, wenn ich mir die Haare so lockig gemacht habe, damit halt ja, das Volumen ein bisschen länger hält. Oder halt auch an Tagen wie heute, wo ich einen Zopf habe, wenn hier so die Babyhärchen abstehen, das kennt ihr bestimmt auch, dann versuche ich die damit so ein bisschen zu bändigen.
kriegen. Und deswegen brauche ich das öfter in meinen Haarspray und meins hat sich jetzt mal wieder dem Ende zugeneigt. Deswegen habe ich es mir nachgekauft, hat 1,95 gekostet, riecht sehr, sehr gut, hält sehr, sehr gut. Der Preis ist meiner Meinung nach auch echt richtig gut und deswegen habe ich es mir jetzt mal wieder sehr, sehr gerne nachgekauft. Dann habe ich mir mitgenommen die Notizblöcke, wie ich schon gesagt habe. Und da habe ich natürlich, wie sollte es auch anders sein, zu den beiden mit dem London-Motiv gegriffen. Einmal ist das hier so ein Ringbuch mit kariertem Papier innen drin und halt vorne drauf hier so ein, ja, so ein Foto von dem Elizabeth Tower. Das heißt übrigens nicht Big Ben, das halt, denkt man ja immer. Das ist ja so der gängige Name für diesen Turm, aber tatsächlich ist Big Ben die Glocke in dem Turm. Die heißt so. Und der Turm an sich heißt Elizabeth Tower. Ja, dafür soll mal wieder einer heißen. Man würde hier nichts lernen. Sagen wir es, man würde hier nichts lernen. Ne? Ja, Deutsch lernt man auf jeden Fall nicht bei mir. Und Grammatik. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich mir halt noch ein Notizbuch mitgenommen. Das ist diesmal ein Hardcover, auch mit dem Elizabeth Tower, mit Big Ben mittendrin und auch hier so einer Telefonzelle. Auf der anderen Seite ist praktisch nochmal dasselbe Motiv. Ist alles sehr, sehr ähnlich. Also, ich glaube, das ist dasselbe. Nee, nicht ganz. Ein bisschen anders fotografiert. Auf jeden Fall sehr ähnliche Motive, jeweils mit einer Telefonzelle. Ich mag halt dieses Farbkonzept, wenn ein Foto schwarz-weiß ist und dann ein Element so rot raussticht. Ich habe bei mir auch über dem Sofa ein riesengroßes dreigeteiltes Bild, wo dann halt auch so ein ganz markanter roter Bus, der ja auch in London ja zuhauf rumfahren, zu sehen ist vor einem schwarz-weißen Motiv. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag das irgendwie. Und da mein Wohnzimmer sowieso irgendwie in Rot, Schwarz, Weiß und Grau gehalten ist, hat dieses Bild da sehr, sehr gut hingepasst. Kann ich euch auch gerne mal zeigen, wenn euch das interessiert. Also falls ihr mal eine Roomtour von meiner Wohnung sehen wollt, kann ich das gern für euch machen. Schreibt es mir in die Kommentare, falls euch das interessiert, falls dass ich euch mal mitnehmen soll, können wir sehr, sehr gerne machen. Gut, was habe ich denn noch gekauft? Ach so, die Notizbücher haben pro Stück 1,10 € gekauft. Also sind auf jeden Fall auch super günstig gewesen. Da kann man nicht meckern. Dann musste ich natürlich im Bereich Kosmetik mal wieder ein bisschen rumschnuppern. Ich kann mich da einfach nicht zurückhalten, wenn ich bei DM oder bei Rossmann bin. Auch wenn ich so gesehen eigentlich nichts brauche an Make-up oder irgendwie Pflegeprodukten. Ich muss halt trotzdem irgendwie immer noch mal durchgehen und schauen, ob ich da irgendwas finde, was mich irgendwie begeistert. Und ja, es hat mich mal wieder was begeistert. Und zwar hat ja Maybelline die Lip-Vinyls irgendwie nochmal neu rausgebracht. Und da habe ich mir eins mitgenommen. Ich mache das immer bei Liquid Lipstick oder ähnlichen Produkten, dass ich mir immer was im Laden mit dem Tester auf den Handrücken abstreife. Dann laufe ich noch ein bisschen so 10 Minuten durch den Laden und schaue dann, wie sich das Produkt verhält. Ob es halt wirklich gut auf der Haut haftet, beziehungsweise dann auf den Lippen, wenn ich es dort verwenden würde. Und ob es wischfest ist und so weiter. Und das hat mich wirklich sehr überzeugt. Also es trocknet nicht so hart runter wie so manche andere Liquid Lipstick. Ich habe das Produkt übrigens für euch jetzt schon mal aufgetragen. Und es fühlt sich tatsächlich ein bisschen cremiger an, als ich das halt so von Liquid Lipsticks gewöhnt bin. Aber es färbt halt trotzdem so gut wie gar nicht ab. Also ich habe das so 10 Minuten trocknen lassen jetzt und habe dann nochmal aus einer weißen Tasse was getrunken. Und ich habe wirklich nur ganz, ganz minimale Abfärbung auf dieser Tasse gesehen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr haltbares Produkt. Das fand ich richtig, richtig gut. Und ja, ich werde das auch im Langzeittest demnächst mal schauen, wie verhält sich das über mehrere Stunden oder einen ganzen Arbeitstag. Habe ich danach noch Produkt auf den Lippen oder es ist komplett verschwunden? Das werde ich demnächst mal schauen. Auf jeden Fall, ich fand die Farbe 02 Koi super schön. Das ist ja, so ein dunkler Rosaton, der aber relativ kühl ist. Und ich muss sagen, ich mag ja so kühle Töne als Lippenprodukte eigentlich immer ein bisschen lieber, weil erstmal die Zähne wirken dadurch weißer, wenn man eher einen kühleren Farbton auf den Lippen trägt. Und irgendwie finde ich allgemein passt es zu meinem Ton, zu meinem Typ irgendwie besser, irgendwie eine kühlere Lippenfarbe zu haben. Deswegen habe ich mich für die Farbe entschieden, hat mir sehr gut gefallen. Ich muss mal gucken, was das Produkt gekostet hat. Das war, glaube ich, echt gar nicht so teuer. Naja, okay, es war schon ein bisschen teurer, auf jeden Fall teurer als andere Lippenprodukte, die ich heute noch gekauft habe, nämlich 10,95. Aber wenn es halt so gut ist, sage ich mal, ist das auch ein Preis, den ich durchaus gern bereit bin zu zahlen.
Und ich hoffe natürlich, dass der Langzeittest davon auch bestanden wird. Dann habe ich mir noch zwei andere Lippenprodukte mitgenommen. Und zwar einmal von Catrice und einmal von Manhattan für jeweils 4,95 €. Das sind zwei Liquid Lipsticks, die ich jetzt nicht trage, weil ich ja schon einen aufgetragen habe. Und zwar habe ich mir mitgenommen Lasting Perfection Liquid Matte Lip Color von Manhattan in der Farbe Central Pink. Auch das ist wieder ein eher kühlerer Rosaton. Ihr merkt schon, wo es bei mir ja farbmäßig immer in die Richtung hingeht. Ich habe da halt schon recht ähnliche Töne in dem Bereich, aber ich sag mal, so ein bisschen Variation ist ja immer drin in den Farben. Und wenn man dann immer ein bisschen durchwechseln kann, weiß, okay, mit dieser Farbe fühle ich mich wohl, die mag ich sehr, sehr gerne, habe aber ein bisschen Spielraum, was die Farben angeht, dann finde ich das immer ganz gut, weil ich würde jetzt ehrlich gesagt ungern mit so einem super, super intensiv knalligen Pink oder mit einem ganz auffälligen oder super dunklen Rot zur Arbeit gehen. Also dann sage ich mal, diese Farben sind sehr schön, die gefallen mir, sind aber auch irgendwie alltagstauglich. Deswegen entscheide ich mich meistens für diese Farbtöne. Und dann habe ich mir von Catrice noch Pro Ink Matte Non-Transfer Liquid Lipstick, der bis zu 12 Stunden halten soll, in der Farbe 060 Choose Passion mitgenommen. Auch hier finde ich, ist die Farbe wieder super schön, halt irgendwie ein etwas kühleres dunkelrosa, altrosa, kann man das so bezeichnen. Bin mir nicht ganz sicher. Ist noch ein Ticken kühler als der von Manhattan und werde ich demnächst auch mal austesten und schauen, wie diese Farben mir so gefallen. Auf jeden Fall haben diese beiden Liquid Lipsticks auch meinen Wischtest in der Drogerie bestanden. Auch den habe ich auf der Haut ausprobiert und hat sich tatsächlich nur sehr, sehr schwer verreiben lassen. Also deswegen bin ich auch da guter Hoffnung, dass diese Produkte lange auf meinen Lippen haften werden und ich damit dann halt viel Freude über den ganzen Tag verteilt habe. Dann habe ich mir noch drei Kosmetikprodukte mitgenommen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also zumindest, dass ich sie bei Postmann heute kaufen würde, nämlich drei Produkte von Make-up Revolution. Und zwar einmal den Highlighter Tasty Watermelon. Den fand ich super spannend. Ich mache den mal auf für euch. Ich habe natürlich jetzt wieder keine Schere, die hier liegen, wo ich die Packung aufkriege. Naja, vielleicht kriege ich sie auch so mit meinen Fingern irgendwie auf. Nicht wundern, wenn es irgendwie ein bisschen länger dauert, bis ich die Verpackung aufgepult habe. Aber ich glaube, hier sieht es langsam ganz gut aus. Ich sollte mir das wirklich angewöhnen, dass ich mir eine Schere hier auf den Schreibtisch lege. So, erstmal fand ich das Verpackungsdesign super süß, halt wie so ein, ja, so eine Wassermelone, die man aufgeschnitten hat. Und der Highlighter sieht halt super interessant aus. Ihr seht hier halt einmal so diese rosane Variation. Und außenrum ist so ein leichtes, sehr, sehr helles Grün, das hier auch so ein bisschen in der Verpackung sich wiederfinden lässt. Und das fand ich total spannend, weil ich habe noch nie so einen grünlichen Highlighter bei mir irgendwie verwendet. Und den rosafarbenen, also den fand ich irgendwie schon ganz spannend. So ähnliche habe ich bei mir auch schon in der Sammlung. Aber dieses grünliche Außen, das hat mich total interessiert. Da habe ich mir gedacht, da kann man bestimmt einen total spannenden, schönen Farbverlauf schminken, wenn man hier mit einem Pinsel so über beide Farben rübergeht und dann ja irgendwie so einen zweifarbigen Highlighter-Look kreiert. Ich könnte mir natürlich auch das gut vorstellen, irgendwie so als Inner Corner-Highlight bei Lidschatten. Auf jeden Fall fand ich den mega spannend und habe mir gedacht, okay, der ist halt einfach so außergewöhnlich als Highlighter, den musst du dir mal mitnehmen. Und ich meine, ich habe natürlich auch andere Highlighter, die irgendwie farbmäßig irgendwie ein bisschen unauffälliger sind, aber den fand ich halt einfach wegen dieses zusätzlichen Grüns irgendwie super spannend und mal schauen, wie ich das so in meinen Make-up-Look integrieren kann. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool und freue mich darauf, den bald mal auszuprobieren. Der war auch gar nicht mal so teuer. Ja, der hat 6,99 € gekostet, fand ich auf jeden Fall, ist ein cooler Preis. Jetzt kommen wir noch zu zwei weiteren Produkten von Make-up Revolution. Der hat auch einmal 11,99 € gekostet und zwar ist es sozusagen die passende Lidschattenpalette dazu. Das ist, glaube ich, gerade so eine, ja, so eine Special Edition von Make-up Revolution. Die machen ja immer ganz viel cooles Zeugs mit, ja, mit Lebensmitteln. Ich habe ja irgendwie auch schon Kaffeepaletten, Schokopaletten, Avocado-Paletten, Chili-Paletten und was weiß ich noch alles für Paletten. Jetzt habe ich auch eine Wassermelonen-Palette von Make-up Revolution. Ich habe in den Tester reingeschaut und habe mir gedacht, so, ja, wow, das sind auch wieder richtig coole Farben, die mir gefallen werden, die ich gerne verwenden werde. Ich zeige sie euch gleich mal. Und zwar sind da tolle Blautöne drin. Tolle Türkistöne, ein super schönes intensives Gelb, auch Rottöne und Rosatöne, auch hier was
Unauffälliges, wo man halt so ein bisschen mit setten kann oder beim Verblenden das einsetzen kann. Auch rötliche Brauntöne und so weiter. Hat mich auf jeden Fall wieder auf den ersten Blick total angesprochen. Habe ich dann auch mit dem Tester so ein bisschen geswatcht in der Drogerie. Und ja, ich sag mal so, der erste Eindruck war auf jeden Fall wieder sehr überzeugend. Ich mag diese Paletten von Make-up Revolution hier total gern. Ich habe schon richtig viele. Und die gefallen mir alle gut, weil sie irgendwie jedes Schminkbedürfnis von mir abdecken und immer tolle Farben haben. Und die Qualität der Lidschatten ist auch wirklich inzwischen sehr, sehr gut. Also ich fand irgendwie ein paar Paletten, die älter waren, die waren nicht so toll qualitativ. Aber inzwischen sind die Farben halt wirklich richtig schön pigmentiert, lassen sich toll verblenden und toll aufs Augenlid auftragen. Also da hat Make-up Revolution schon ordentlich nachgesteuert und wirklich sehr, sehr gute Produkte auf den Markt gebracht. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass ich mich bald mit einem spannenden Look von dieser Palette hier bei euch sehen lassen kann. Ich kann euch auch gerne mal meine Lidschattenpalettensammlung so nach und nach zeigen, so vielleicht nach irgendwie Firmen sortiert irgendwie. Ich habe ja so echt von Make-up Revolution so einige, aber auch von BH Cosmetics oder von Anastasia Beverly Hills und so weiter. Falls euch das interessiert, dass ich euch mal meine Lidschattenpaletten vorstelle und vielleicht auch nebenbei irgendwie einen Look damit schminke, sagt mir gerne Bescheid, können wir sehr, sehr gerne zusammen machen. Da ich Lidschatten extrem liebe, habe ich natürlich absolut nichts dagegen, euch da mal einen Blick in meine Sammlung werfen zu lassen. So, jetzt tue ich mich gerade wieder ein bisschen schwer mit der zweiten Verpackung. Die hat wirklich einen sehr, sehr widerspenstigen Verschluss, aber ich habe es gerade aufgekriegt. Und zwar ist das auch eine neue Lidschattenpalette von Make-up Revolution. Und zwar ist das die Candy Haze Palette. Die ist in einem anderen Format. Ihr habt ja gerade gesehen, die Wassermelonenpalette ist mehr in diesem klassischen rechteckigen Form, wo halt sehr, sehr viele Paletten von Make-up Revolution sich in dem Format einfügen. Und das hier ist eine quadratische Palette, also mehr so eine Sonderpalette. Und wow, die hat auch wieder richtig, richtig schöne Farben. Die erinnert mich von der Aufmachung her tatsächlich so ein bisschen an BH Cosmetics Paletten, diese kleinen quadratischen, nur die hier ist ein Ticken größer. Und was mich als erstes total angesprochen hat, war die Farbe Sweet. Dieses wunderschöne, funkelnde Türkis und dieses tolle Hellblau daneben Wanderlust. Und dann Sky natürlich, dieses super intensive, funkelnde Silber. Habe ich gedacht, so wow, damit kann man bestimmt richtig, richtig tolle Looks schminken. Auch Cutie hier unten, dieses funkelnde Lila, sieht richtig, richtig spannend aus. Also, das waren so die Farben, wo ich gedacht habe, okay, wegen denen musst du allein schon die Palette haben. Mit den anderen kann man auf jeden Fall richtig schöne, dezente Alltagslooks schminken. Also, dafür ist die Palette auch definitiv geeignet. Aber ihr kennt mich ja und ich glaube, man sieht es auch mal im heutigen Look wieder an. Ich bin weniger so die dezente Schminkmaus, sondern mehr so die intensive, farbenfrohe Variante davon. Deswegen werde ich wahrscheinlich mich erstmal auf Silber und Türkis und Lila stürzen. Auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr tolle Farben, auf die ich mich schon total freue, dass ich sie hoffentlich ganz zeitnah ausprobieren kann. Und ja, da ist auf jeden Fall, obwohl ich gar nicht vorhatte, mir heute Lidschatten zu kaufen, meine Make-up-Sammlung wieder ein Ticken größer geworden. Und ich freue mich darauf, es bald auszuprobieren. Das letzte Produkt, das ich euch heute zeigen möchte, ist ein Sonnenspray, das ich mitgenommen habe. Also, ach so, die andere Palette hat übrigens 11,95 gekostet. Also 10, einmal 10,99, nee, 10,95 und 11,95. Und jetzt kommen wir zum letzten und günstigsten Produkt, nämlich mit 1,89 Euro. Zahlen, ne? Sind auch nicht so meine Stärke. Und zwar ein Sonnenspray von Sanozon. Das ist auch wieder eine Eigenmarke von Rossmann. Und ich finde Sonnensprays, also mit Lichtschutzfaktor, auch echt immer ganz gut, wenn zwischendurch man merkt, oh, ich muss los, oh, die Sonne scheint draußen, dann kann man schnell irgendwie über Stellen am Hals, an den Händen und so weiter einfach nochmal drüber sprühen, ohne jetzt irgendwie nochmal, ich kenne das bestimmt, wenn man sich so eincremt, dann muss man hier was runterziehen und darauf achten, dass man nicht irgendwelche Cremeränder irgendwie an den Klamotten dran hat. Deswegen habe ich mir dieses Spray mal mitgenommen und werde mal schauen, wie ich damit klarkomme und wie so die Qualität von dem Produkt ist. Ich hoffe natürlich gut, weil ich mit den Sonnenschutzprodukten von Rossmann bisher eigentlich immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass mich das überzeugen wird.
So, das waren die Produkte, die ich heute eingekauft habe. Ich freue mich natürlich mega über meine neuen Lidschattenpaletten und über meinen neuen Deko-Glasapfel, den ich gleich aufstellen werde. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet wieder großen Spaß bei dem Video. Ich hatte auf jeden Fall mega Spaß beim Einkaufen und beim Zeigen der Produkte. Wir sehen uns auch schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Ramis.